Hallo zusammen. Der damals erst 13-jährige Alfie Patton wurde im Jahr 2009 zu Großbritanniens jüngstem Vater gekürt. Wenig später zeigte ein DNA-Test, dass ein anderer Junge der Vater war. Neuerliche Alkoholeskapaden verdeutlichen, dass Alfie sich bis heute nicht von diesen einschneidenden Ereignissen erholt hat. Doch nun will der junge Mann sein Leben ändern. Alfie Patton galt 2009 mit gerade einmal 13 Jahren als Großbritanniens jüngster Vater. Doch kurz nach der Geburt stellte sich durch einen DNA-Test heraus, dass die kleine Macy gar nicht Alfies Tochter war. Das versetzte den 13-Jährigen in eine Depression, von der er sich auch 10 Jahre später noch nicht erholt hatte. Macys echter Vater, der damals 15-jährige Tyler Barker. Auch Barker gab an, während der Zeugung seines Kindes betrunken gewesen zu sein. Chantel versicherte auch ihm, sie würde sich um die Verhütung kümmern. Bereits kurze Zeit später meldeten sich noch weitere Jungs, die sich ebenfalls für den Vater der kleinen Macy hielten. Für Alfie beim Einblick seiner vermeintlichen Tochter noch überglücklich brach eine Welt zusammen. Er verfiel in eine Depression und verließ die Schule ohne Abschluss, wodurch seine Situation sich noch verschlimmerte. Im August 2019 war Alfie Patton am Lewis Crown Court geladen. Er sollte verurteilt werden, nachdem er betrunken in ein Auto gestiegen und erhebliche Schäden verursacht hatte. In einem 2014 veröffentlichten Interview zeigte sich Alfie Patton erleichtert darüber, neben all seinen Problemen nicht auch noch für ein Kind sorgen zu müssen. Denn der inzwischen 23-Jährige hat es nach seinem Absturz 2009 nie wieder auf die Beine geschafft. Heute ist er ein arbeitsloser Alkoholiker, der bei seiner Mutter wohnt und eine große Liste an Straftaten angesammelt hat. Erst im Juni diesen Jahres wurde er wegen Ladendiebstahls und Besitzes einer nachgemachten Schusswaffe zu einer langen Bewährungsstrafe verurteilt. Nur knapp einen Monat nach dem Richterspruch betrank sich Alfie erneut und fing einen Streit mit einem älteren Nachbarn an. Danach stieg er in seinen Wagen und beschädigte mehrere Autos, die in seiner Nachbarschaft in Hailsham geparkt waren. Er war betrunken und aggressiv, so ein Nachbar. Er rannte die Straße auf und ab und legte sich mit Anbewohnern an. Alfies Verteidiger ist nur einer von vielen, die es nicht geschafft haben, Alfie auf den rechten Weg zu bringen. Dennoch bat er die Richterin um eine letzte Chance für den jungen Mann. Er möchte einen besseren Weg einschlagen und den Frieden suchen, anstatt der zerstörerischen Eskapaden, die ihn bis hierhin gebracht haben. Richterin Janet Redicore dachte lange über ihre Entscheidung nach und ließ schließlich ein letztes Mal Gnade walten. Sie verurteilte Alfie zu einer Entziehungskur und setzte die zweijährige Gefängnisstrafe erneut zur Bewährung aus. Zuvor redete die Richterin dem Jungen jedoch noch einmal ins Gewissen. Der Rückhalt seiner Familie sei eine einmalige Sache und damit könne es bereits beim nächsten Zwischenfall vorbei sein. Bei ihrem Urteil hielt sie dem Jungen seine Vergangenheit zugute, die ihn laut eigener Aussage sehr mitgenommen hatte. Nach seiner vermeintlichen Vaterschaft im Jahr 2009 geriet Alfies Leben aus dem Bahn. Er ging ohne Abschluss von der Schule und hielt sich durch Arbeitslosengeld über Wasser. Nun möchte er sein Leben ändern und den Schaden, den er verursacht hat, wieder gut machen. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.